Ja, guten Tag, mein Name ist Frank Thomas Dreves. Ich bin hier unterwegs in der Firma Adfinis Cygroup. Das ist ein Open-Source-Dienstleister, der sehr stark im schulischen Umfeld unterwegs ist. Einige kennen uns. Wir haben zum Beispiel in Basel Einrichtungen so mit über 20.000 Schülern, die wir betreuen. Wir haben in GIP Bern gerade eine sehr große Einrichtung gemacht. Da werden für 2.000 Studenten jetzt Windows-Desktops multimedial übers Web ausgerollt, also Stichwort virtuelle Desktops und so weiter. Bin also ziemlich aktiv, aber ich verstehe auch das Thema ganz gut. Also ich habe in vielen von meinen Kleidungsstücken noch Kreidestaub. Ich war jahrelang selbst in diesem Umfeld als Lehrer unterwegs. Und wem das nicht reicht, ich bin auch noch Heilpädagoge. Also ich denke, ich fühle mich dazugehörig. Und ein Thema, das uns alle schon seit langem bewegt, ist, wie sieht eine Schul-IT aus, was brauchen wir? Und das Thema ist alt in der Welt. Ich habe draußen gerade mit einem Kollegen diskutiert, was war dann Computer damals? Brotdose, ach, ein Commodore und so weiter. Damit haben wir schon an der Schule gearbeitet. Das Thema ist alt. Und ich habe hier ein Zitat von einem Schüler, dem wir in der vergangenen Woche was gezeigt haben. Der sagt, oh, das ist ja ganz modern. Das kenne ich gar nicht von euch. Wörtliches Zitat. Das zweite Zitat war, manchmal haben alte Leute auch gute Musik. Das habe ich ihm ganz übel genommen. Aber okay, so, jung geblieben. Die Geschichte ist die, wir haben uns überlegt, wie sieht so eine Schullandschaft aus, und wie gesagt, wir betreuen seit vielen Jahren doch sehr viel an einer Bildungseinrichtung, zum Beispiel mit dem Produkt, das viele kennen aus Bremen, UCS at School. Wir haben aber schon geschaut, ob wir eine vereinfachte Variante finden. Etwas, was schnell zu installieren geht, sehr flexibel ist, quasi jedes Gerät, das zurzeit irgendwie im Unterricht einsetzbar ist, unterstützt, zum Beispiel auch Tablets selbstverständlich, aber natürlich auch PCs, Lernstick, modernes Fernsehgerät und so weiter, das dem Lehrer seine Lieblingstätigkeit auch zu Hause ermöglicht, Unterricht vor- und nachbereiten und so weiter. Wir haben da was zusammengestellt, das jetzt gerade in der Pilotierungsphase ist, also in verschiedenen Schulen eigentlich schon nicht diskutiert wird, weil es sehr bewährt ist in Wirklichkeit, nur in neuem Kleid. Jetzt muss ich mal schauen, wie klickt man hier? Einfach bis der Flyer kommt, die nächsten drei Folien einfach weg. So, danke. So, darum haben wir einen Flyer gedruckt. Ich hatte heute Morgen viele mitgebracht, ich habe nur noch sehr wenige. Da haben wir mal drauf gedruckt, was da drauf ist, weil die Kolleginnen und Kollegen immer sagen, klingt gut, hätte ich auch gern, muss ich aber meine Direktion zeigen. Gib mir was in die Hand, dass ich denen das erklären kann. Was ist das? Wir haben das Schulinformatik-Plattform und in Provokation 21 genannt, weil die Diskussion so schön ist. Und wir werden immer gefragt, warum? Und dann sagen wir, weil darüber diskutiert wird, was sollen die Pädagogen machen, womit sollen sie es machen und wie sollen sie es machen. Ja? Und da beim Womit kommen wir ja schon los. Wir haben also versucht, eine didaktische IT-Plattform zu bauen, die sehr einfach funktioniert und die ein bisschen auch in den Klassen nach unten rutscht. Dort, wo Multimedia gebraucht wird, wo zum Beispiel einfache Internetnutzung möglich sein soll und wo die Kolleginnen und Kollegen jetzt keine IT-Experten sein sollen, um das zu benutzen. Und das haben wir geschafft, das funktioniert, das kann man sich anschauen. Es gibt auch schon erste Schulen, die das jetzt pilotieren. Ich suche auch mal weitere Schulen. Die Bedingung ist ganz simpel, alles was wir rauskriegen, gehört allen. Wir sind Open Source, das versteht sich. Und ich sage mal kurz, wie das praktisch aussieht. Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, so geht es am schnellsten. Sprachunterricht, kleinere Klasse, so vierte, fünfte, wo es noch so richtig Spaß macht, wo die noch gerne Englisch lernen zum Beispiel. Ja, so. Und ich denke mir, als guter Pädagoge machst du so ein Projekt. Ich werde einen Sprachführer für Hundebesitzer bauen, mit den Kindern, mit Vokabeln, Dialogen, das werden wir dann lernen, ich kann die Grammatik verpassen dabei und so weiter. Und das mache ich jetzt so. Und dann möchte ich einiges tun. Ich möchte im Internet Vokabeln suchen mit Ihnen in den verschiedenen Portalen. Ich möchte auch mal hier und da ein kleines verstehendes Hören machen, ein kleines YouTube-Filmchen zeigen oder sowas und so weiter und so weiter. So ganz simple Geschichten. Und das will ich nicht eine Stunde lang machen, sondern mal so bruchstückhaft 5 Minuten. Und das fällt mir jetzt am Samstagabend ein, da bin ich immer sehr produktiv und ich denke, das machst du Montag, super Idee. Jetzt suche ich mir für die Einführung Motivation, kleine Lehrerpräsentation, 3 Minuten, 2 Bilder. Auf einem jagt ein Hund ein Huhn und der Besitzer sieht sehr böse aus und da kann man sich schon vorstellen, gleich wirst du Englisch können müssen, wenn das in England passiert. So, das will ich den Kindern zeigen und vielleicht noch ein zweites Bild in der Art. Gut, da mache ich mir so eine Mini-Präsentation, Titel der Stunde, so. Jetzt lade ich das schnell auf den Schulserver hoch in meinem Klassenordner. Das ist kein Problem. Das dauert nur 3 Minuten. Verbindung, hochschieben die Präsentation in den Ordner, zum Beispiel 5a, ausmachen. Jetzt fällt mir noch ein, okay, noch einen guten YouTube-Film. Den kann man ja auch downloaden, soweit das legal ist. Oder man besorgt sich das aus der Schuldatenbank oder so. Ich habe einen ganz tollen Film, so einen 4-Minuten-Film. Da unterhalten sich Kinder, was man denn so macht, wenn man einen Hund hat, auf Englisch.
Und darunter ist immer ein Untertitel auch in Englisch. Ganz toll, das ist super für verstehendes Hören. Und man kann auch Ideen haben. Ich will ja, dass die Kinder Ideen haben, welche Vokabeln sie brauchen und welche Dialoge. Das wäre was fürs Tablet. Jetzt bin ich mal futuristisch. Ich habe in der Schule Klassensätze von Tablets. Einfach 20, 25 Geräte, je nach Größe. Diese ist zum Beispiel die Klasse grün, weil der ist grün hinten und hat eine Nummer. Sieht man. Ja, so. Morgen früh gehe ich jetzt zur Schule und jetzt sage ich, okay Kids, ich öffne mein Lehrergerät, gehe schnell in den Ordner Klasse 5 und der ist ja immer angeschlossen, zeigt die beiden Bilder, die Kinder finden das lustig, hören mir zu. Jetzt sage ich, okay, jetzt kriegt jeder von euch ein Tablet mit Kopfhörer, Klassensatz. Also Preise kennen wir von den Tablets, was kostet das hier? Hat jemand eine Idee? 120. Ja, so, bis 200 Franken, wenn wir ein teures kaufen. Ja. Kopfhörer 5. Ja. Ich gebe das raus und sage, gut, ihr werdet jetzt einen Film schauen. Auf diesem Schulserver, den wir da haben, auf dieser Schulinformatik-Plattform, läuft ein Mediaton, ein Streaming-Server. Das hat den Vorteil, dass mir die Bandbreite der Schule relativ egal ist. Da können auch mehrere Kinder, und zwar sehr viele, gleichzeitig einen Film schauen und das funktioniert. Ganz wichtiges Kriterium. So, ich sage, okay, anmachen, die Playlist starten, Film schauen, 5 Minuten, dann sage ich, okay, ausmachen, zur Seite legen. Jetzt zeige ich den Kindern ein Arbeitsblatt und sage, ich habe da schon mal Vokabeln. 10 Stück auf Englisch, nee, auf Deutsch. Ihr sollt sie auf Englisch finden und dann sollt ihr die Vokabelliste erweitern. Dazu nehmen sich jeweils 3 Kinder, eine Arbeitsgruppe, ein Tablet und ihr startet jetzt im Internet auf der Seite leo.org. Jetzt kommt das nächste, ich muss das Internet steuern können. Das kann man natürlich mit dem Gerät auch. Ihr habt einfach eine Internetsteuerung, das nennt sich so, da gibt es Whitelists. Es gibt auch Blacklists, aber ich möchte nur das gemacht, was ich erlaube. Didaktische Steuerung. Und auf der habe ich einfach im Lehrermenü Dropdown, Klasse 5a, English Dictionary freigeschaltet und die können jetzt die Seite leo.org starten. Mehr geht nicht, sonst steht da immer freundlich, frag deinen Lehrer. Ganz simpel. Es geht ja darum, die Kinder machen ja Fehler und dann sehen sie, ah, ich habe Leon geschrieben, weil Leon ist mein bester Freund, sowas passiert. Ja, gut. Jetzt nehmen also die Kinder dieses Tablet, das reicht dafür noch, das Blatt Papier, füllen das aus. Entsprechender Zeitrahmen, jetzt können wir uns vorstellen, wie das weitergeht. Irgendwann beende ich das, sammle die Blätter ein, mache eine schöne frontale Zusammenfassung, Auswertung. Das kann man natürlich jetzt wochenlang weitertreiben. Ich könnte sogar, weil ich habe ein OwnCloud vergessen, da läuft ein OwnCloud-System, das ist auch von außen erreichbar bei Bedarf. Kann ich natürlich sagen, wenn ihr den Film nochmal schauen wollt, der wäre da, den könnt ihr downloaden, das Arbeitsblatt übrigens auch und so weiter. Man kann ja eine ganze Menge Dinge machen und das ist nur ein Beispiel. Ich hätte jetzt auch den PC-Raum nutzen können, der in der Schule ist, weil das lässt sich problemlos einhängen. Dieses System bringt 2 WLAN- und LAN-Bereiche mit. Einen Bring-Your-Own-Device-Bereich, der hat ein Internet und aus. Und es gibt den edukativen Bereich, das ist eine striktere Authentifizierung für solche Klassensätze beispielsweise. Dort kann ich dann gesteuertes Internet machen. Ich kann auf verschiedene Dienste zugreifen, wie Materialfolder und so weiter. Ich kann dort in diesem Bereich eine Druckermoderation machen. Also ich kann sagen, druckt einfach aus. Das landet in einer Queue, die kann ich einsehen und sagen, löschen, drucken, speichern. Sehr einfach, auch gut für die Nachbereitung zu Hause. Und da gibt es auch eine ganze Menge mehr Dienste, die ich immer alle vergesse. Es läuft ein Linux-Terminal-Server, wem FreeNX etwas sagt. Dort kann ich einen Linux-Desktop für Lehrer und Schüler ausrollen. Der ist auch drauf. Das ist natürlich auch ein System mit einer Benutzerverwaltung. Die kann ich auch bei Bedarf an ein LDAP anhängen. Wir haben festgestellt, die meisten sagen, wir arbeiten lieber mit Dummy-Klassen, Klasse Grün, Blau, Gelb, Rot. Und wenn ich zum Beispiel Internet für Grün steuern will, dann weiß ich ja, welche Tablets ich gerade mitgenommen habe. Wir können den Lernstick einhängen und so weiter. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Und ich habe auch ein Foto mitgebracht. Da. Wir haben das aus psychologischen Gründen in ein sehr kleines Gehäuse gestellt. Weil ein Kollege meinte vor gar nicht langer Zeit, das kommt mir so ein bisschen vor wie damals der Videowagen. Den hat man reingeschoben, angeschaltet und der hat funktioniert. Und das ist das Konzept. Wir haben jetzt auch schon Schulen, die sagen, ist gut, aber wir haben 600 Schüler, wir wollen es gleich richtig. Dann nehmen wir das Gehäuse da mal weg und bauen das etwas größer. Und das ist dann schon eher ein Projektumfang. Das hat aber schon so Klassenraumgröße, wobei man schon sehr viel mehr als eine Klassenraumgröße damit bedienen kann. Darin läuft noch eine Virtualisierungsplattform, die ist sehr einfach zu bedienen. Auf der haben wir hier mal 2 Windows-Desktops noch virtualisiert. Wenn jetzt zum Beispiel eine exotische Software mal genutzt wird, dann kann man die einzeln mal als Lehrer nutzen. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Windows-Virtualisierung für ganze Schulklassen. Das machen wir auch, aber in anderer Dimension.
Das ist jetzt im Prinzip die Situation, so sieht sowas aus. Da unten sind einige der Endgeräte und da sieht man schon Internetsteuerung, Online-Dienste wie OwnCloud etc. Das bringt das System aber noch mit. Verschiedene Materialfolder, Streaming-Surfer, Zugriff von zu Hause. Jetzt habe ich, welche Wünsche haben Sie noch? Wir laufen zurzeit sehr bewusst durch Schulen und sagen, okay, wenn ihr Lust habt, das mit uns zu testen, mal in der Unterrichtssituation, dann kommt jemand von uns dazu, setzt sich mit den Kolleginnen oder Kollegen zusammen und sagt, planen wir doch mal so 3 Unterrichtsstunden, machen die mal zusammen und werten nochmal aus. Weil wir sind ja Open Source mehr und das Ganze lebt. Das Ganze basiert jetzt auf der Software von Unimenschen, UCS at School, aber wir haben es schon noch erweitert, das hat man schon rausgehört. Und vielleicht noch so ein kleiner Gimmick, also wenn man das jetzt wirklich versiebt, das ist sehr einfach zu administrieren, das hat eine grafische Administration, also so ein Administrator an der Schule ist, kann man das damit administrieren. Dann ist das Betriebssystem vom Kern her noch auf dem USB-Stick, den kann man rausziehen und anderen reinstecken, dann ist das System wieder heil. Also wir haben da sehr, sehr weit praktisch gedacht und das wollte ich mal kurz zeigen. Und ich habe noch einige von den Flyern übrig, die ich da gerade so angeblendet hatte. Man kann sie auch downloaden. Eine Seite weiter bitte noch. Ja. Es gibt eine Webseite. SIP 21, Schulinformatik-Plattform, 21, noch sind wir im 21. Jahrhundert. Wir hatten damals auch gedacht, die 21 Kantone, die sich eher für den Sprachraum interessieren, aber wir haben schon Fragen von sonst wo bekommen. Hey, gut, können wir es auch haben? Wie teuer ist denn das? Den Preis sage ich jetzt hier nicht, aber also wenn Sie darüber nachdenken, die Tafel reparieren zu lassen oder das Ding anzuschaffen und Sie wollen noch was für die Klassenfahrt haben, dann kaufen Sie das. Es ist wirklich sehr günstig, denn wir arbeiten ja mit Open-Source-Technologie. Wir geben natürlich auch was zurück. Unsere Bedingung ist, wer mit uns gerne probieren möchte, wer es ausprobieren möchte, da wir quasi die Einführung und Betreuung ja verschenken, erwarten wir natürlich auch gute Kooperation mit den Ergebnissen. Eigentlich klar, ist der Pädagoge. Gut, wenn es Fragen gibt, dann bin ich nachher noch im Raum. Die 4 Minuten sind, glaube ich, um. Ja.